Der Vorstand des Landesverbandes der Bayerischen Justizvollzugsbediensteten zu Besuch beim Vorstand der DEPOLGE Bayern. Fast 2,5 Stunden tauschten sich die beiden Fachgewerkschaften untereinander aus. Also ich finde das immer ganz wichtig, weil ich denke, man hat auch irgendwo immer dieselben Probleme mit dabei, man hat irgendwo auch dieselbe Zielrichtung, das sind unsere Beschäftigten. Und ich finde es immer ganz hochinteressant und vor allem wirklich auch der Austausch danach, wo man dann auch wieder sieht, wo kann man andere helfen, wie kann man vielleicht aus seinen eigenen Erfahrungen was gewinnen. Ja, ist ja schon in dem Wort Vollzug gegeben. Wir haben sehr viele Schnittmengen und die fangen an bei der Ausrüstung. Wir haben eine gemeinsame Uniform, wir haben eine gemeinsame Waffe, wir haben gemeinsame Einsatzmittel. Aber wir sind natürlich auch Partner unter dem Dach des Bayerischen Beamtenbundes und haben hier gemeinsame Interessen, die wir versuchen, hier auch geschlossen dann durchzusetzen. Also an den größten Teil, was wir arbeiten, ist natürlich das Personalproblem. Ich denke, wir haben massiv zu wenig Personal, das was in der Zukunft auf jeden Fall aufgestockt werden muss, um die Sicherheit zu gewährleisten für die Bevölkerung und für den Bürger draußen. Das zweite Ziel ist natürlich Beförderungssituationen, Stellensituationen, dass wir da eine angemessene Anerkennung für unsere Bediensteten schaffen, um auch diese Wertschätzung zu geben. Und das große dritte Ziel ist eigentlich in diesem Bereich die Nachwuchswerbung. Wie kriegt man geeignetes Nachwuchs, wie kann man Nachwuchs akkreditieren, wie kriegt man geeignetes Personal für den Justizvollzug? Also neben der Besoldung, also die Übernahme der Besoldung jetzt auf dem Beamtenbereich, wo auch der Dienst ungünstigen Zeiten mit beinhaltet ist, wo die Familienzulagen und dann die Amtszulagen mit beinhaltet sind, war natürlich dann auch die Beförderungssituation ein Thema, die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt, genau insbesondere in den Ballungsräumen für frisch Ausgebildete, die hier nach München oder in den anderen Ballungsraum dann untergebracht werden müssen. Also ein Portfolio an Aufgaben, die sich den Gewerkschaften hier stellen.